Okay, dann würde ich vorschlagen, dass wir anfangen. Ich will mich auch schon mal gleich entschuldigen für den Platzmangel und für die ein oder andere unbestehende Sitzgelegenheit. Es ist halt einfach ein bisschen schwierig, sowas zu planen, weil wir uns dachten, es ist Sommerloch und Leute sind sowieso nicht mehr interessiert an Politik, weil wir jetzt in den Urlaub sind. Aber wir haben jetzt feststellen müssen, dass es noch nicht der Fall ist, was wohl auch daran liegt, dass das Thema gerade aktuell ist, aufgrund zum Beispiel der Debatten, die es um den transgenialen CSD in Berlin gab. Das wäre die eine Geschichte. Ihr habt sicherlich auch mitbekommen von dem Jungle World-Artikel, der verfasst wurde und vom Workshop berichtet hatte, der Israel vorgeworfen hatte, die Besatzung gegenüber den Palästinenserinnen und Palästinensern zu verschleiern durch eine homosexuellen freundliche Politik in Israel. Das war das eine Argument. Und daraufhin gab es halt eine Erwiderung in die Media. Da könnte man sagen, es ist jetzt gesellschaftlich nicht so relevant, kann man darüber hinwegschauen. Aber das Thema wurde halt eben auch in Mainstream-Sendern gebracht, zum Beispiel in der ARD. Und auch die Taz hat darüber berichtet. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir jetzt noch was heute dazu, um auch einen Standpunkt dazu hören von Floris. Vielleicht noch ein Satz. Der Max Schalom hat selbst auch einen Text dazu verfasst, zu dem Thema, den ihr bisher leider nur online findet. Also wenn ihr den lesen wollt, dann geht auf die Homepage. Wir streiten uns da gerade so ein bisschen mit dem Verband, der will es nicht drucken, aber schauen wir mal, dass wir das irgendwie noch hinkriegen. Ansonsten zu Floris, er ist ja ein gern gesehener Gast bei uns. Er war im Januar 2011 auch schon in Berlin bei einem Vortrag zum Thema Feindbild Islam. Ich will dazu gar nicht so viel sagen. Ihr könnt euch den Vortrag aber auch anhören, findet ihr ebenfalls auf der Homepage. Und ansonsten, ja, Floris hat in Gießen und Boston studiert, und zwar Politikwissenschaften und Physik. Und er promoviert zurzeit zum Themenkomplex kritische Theorie und Postcolonial Studies, also auch eine sehr interessante Kombination. Und er publiziert gelegentlich in Jungle World und Phase 2. Einen Artikel gibt es in der aktuellen Ausgabe, den ich mir vorhin durchgelesen habe und ganz interessant fand, obwohl ich mir nicht erklären kann, woher du so eine Comics kennst, die du da angesprochen hast, aber auch das soll jetzt nicht Thema sein. aber ich empfehle euch, den Artikel zu lesen. Ansonsten, ja, Floris wird in etwa jetzt eine Dreiviertelstunde sprechen und ich würde vorschlagen, im Anschluss, wenn es Fragen gibt, können wir die auch noch diskutieren. Und die Veranstaltung wird aufgezeichnet, also wenn alles gut läuft mit der Batterie, dann könnt ihr euch das dann auch in Zukunft vielleicht nochmal anhören. Und ansonsten würde ich dich einfach bitten, fortzufahren. Ja, vielen Dank, Stefan. Apropos Stefan, ich weiß gar nicht, ob du jetzt auf den Büchertisch vom anderen Stefan, von Stefan Grieger aus Wien hingewiesen hast, der dort zu meiner Linken, zu eurer Rechten sitzt und Informationen hauptsächlich über den Iran und wahrscheinlich Fetisch Kritik vertreibt. Nennt es nicht? Gut. Dann nur über den Iran. Verbilligt. So günstig wie nie. Aber auch das soll nicht Thema sein, wie so vieles heute nicht Thema sein soll, wie ich gehört habe. Was Thema sein soll, ist die Debatte um Homonationalismus, die, ja, man kann schon fast jetzt sagen, alljährlich im Rahmen oder im Vorfeld des Christopher Street Day in Berlin diskutiert wird. Und man hat bei dieser Kritik am Christopher Street Day häufig so eine mediale Rezeption, die sagt, okay, der Christopher Street Day wird kritisiert, weil er verflacht und konsumistisch und so weiter ist. Jedoch ist der Vorwurf, der da erhoben wird, sehr viel schwerwiegender als ein Konsumismusvorwurf. Es geht letztlich um einen Rassismusvorwurf. Und das gleiche Spiel, also zum ersten Mal mit großer Aufmerksamkeit versehen, fand das vor 2 Jahren statt, als Judith Butler den Courage-Preis abgelehnt hat. Und auch da war in den Tagesschauern zu hören von Konsumismusvorwurf und so weiter. Nein, sie hat dem Christopher Street Day und einigen der veranstaltenden Organisationen Rassismus vorgeworfen. Das ist zuerst mal sicherlich überraschend. Das dürfte der Grund sein, warum es der Vorwurf häufig nicht so sehr in die Wahrnehmung schafft, weil die LGBT-Szene erstmal als liberal sich selbst versteht und auch von außen verstanden wird und da der Rassismus auch etwas überraschend scheint. Und was ich in dem Vortrag versuche darzulegen, ist den theoretischen Hintergrund dieses Rassismusvorwurfs. Das versuche ich erstmal möglichst neutral darzulegen, weil ich denke, es ist wichtig, dass man den theoretischen Hintergrund versteht, um dann anschließend bewerten zu können, wie stichhaltig der Vorwurf ist oder inwiefern der Vorwurf selbst problematisch oder über alle Maßen polemisch ist.
Dabei gehe ich im Prinzip in drei Schritten vor meinem Vortrag. Zuerst diskutiere ich zwei Vorstellungen von Emanzipation, die bei diesen Debatten in Konflikt geraten. Und in den nächsten beiden Punkten diskutiere ich die beiden Konflikte, die es da kommen. Das ist erstens ein Konflikt, der sich mit dem Stichwort Homonormativität fassen lässt. Das zweite mit dem Stichwort Homonationalismus. Aber zunächst zu den beiden Konzepten von Emanzipation. Das erste ist das, was man so allgemein als homosexuelle Emanzipation oder Gay Liberation bezeichnen könnte, also ein Alltagsverständnis davon. Das zweite ist das, was in der Queer Theory vertreten wird. Dafür muss ich mal kurz sagen, ich werde beide sehr holzschnittartig darstellen, beiden Unrecht tun, aber das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden. Okay, erst zum Konzept der Gay Liberation. Zuerst zu der Grundannahme, die dahinter steckt. Die möchte ich kurz illustrieren anhand eines kurzen Filmausschnitts aus den Tagesthemen vom 15. April letzten Jahres. In der Kupferstein-Zeit schien die Welt noch in Ordnung zu sein. Vor etwa 2500 Jahren saß die Frau bei der Sippe zu Hause und formte Töpfe und Teller, während der Mann das Vieh hütete und mit dem Speer auf Jagd ging. Diesen Teil des alltäglichen Trotz unserer Urahnen versuchen Wissenschaftler seit langem zu erforschen, genauso wie das bislang weitestgehend verborgen gebliebene Liebesleben zwischen Macho und Mann. Nun könnte sich für die Experten ein neues Beziehungsfeld aufbauen. Auch die Menschen damals suchten Halt in Ritualen, im Leben wie im Tod, und dazu gehörte auch eine klare Anordnung darüber, wie Mann und Frau begraben wurden. Jetzt haben Archäologen in Prag allerdings die letzte Ruhestätte eines Mannes entdeckt, der anders gemacht. Über den Fund im steinzeitlichen Datum. Sei das nicht, sagt die Archäologen und meinen, so könne ein Mann doch nicht begraben. Außer er sei irgendwie anders. Doch was war vor 4500 Jahren anders? Dieser Mann liegt im Grab wie eine Frau. Ein Zufall könne das nicht sein, sagt die Archäologin. Die Schnurkeramikkultur, aus der der Fund stammt, war eine der ersten Kulturen, die bei den Begräbnissen unterschieden hat zwischen den Geschlechtern. Die Männer liegen auf der rechten Seite mit dem Kopf nach Westen, die Frauen auf der linken Seite und mit dem Kopf nach Osten. Eine Möglichkeit, der Mann, der unweit der Burg gefunden wurde, war homosexuell. Nach den Zeitungen selbst in Amerika über den sogenannten schwulen Höhlenmenschen, den Gay Pavement berichteten, wurde die Ausgrabungsstätte zur Attraktion. In Tschechien wird gerätselt, ob hier einer der ältesten Homosexuellen gefunden wurde. Bei all diesen Interpretationen begeben wir uns schon auf sehr dünnes Eis. Beweisen kann das letztlich niemand. Die Archäologie arbeitet mit Sachbelegen. Aus dieser Zeit gibt es noch keine schriftlichen Quellen. Die Interpretationen sind deshalb ganz unterschiedlich. Jeder Archäologe hat da seine ganz eigene Ansicht. Doch auch die Grabbeigaben lassen schmunzeln. Bei Männern üblich waren Waffen. Dieser Mann hatte aber Töpfe und etwas in der Art von Kaffeetassen bei sich. Dieser Film soll stellvertretend für die Annahme stehen, dass es Homosexuelle, insbesondere Schwule, schon immer und in allen Kulturen gab und immer geben wird. Diese Annahme wäre dann unbedenklich, wenn es darum ginge, dass es immer Menschen gab, die wir als Männer bezeichnen würden, die mit anderen Menschen, die wir auch als Männer bezeichnen würden, etwas haben, was wir als Sex bezeichnen würden. Davon ist in der Tat auszugehen. Aber darum geht es in dem Film eben überhaupt nicht. Es gibt in dem Film keinerlei Hinweise darauf, dass irgendjemand mit irgendjemandem hier geschlafen hat. Vielmehr gehen die Tagesthemen hier davon aus, dass es sich um den Typus Schwuler handelt. Mit ihm ist, wie der Kommentator meint, etwas nicht normal. Er ist, wie die Sprecherin ausführt, im wortwörtlichen Sinne andersrum, liegt nämlich andersherum im Grabe. Er ist ein biologischer Mann, der verweiblich ist. Dass der Sprecher insbesondere die scheinbare Kaffeetasse zum Schmunzeln findet, wird wohl daran liegen, dass sie in ihm das Bild einer Latte Macchiato schlürfenden Tunte evoziert. Verallgemeinert heißt diese Grundannahme, dass es vier Typen von Menschen gibt und schon immer gab. Die lassen sich eben in so einer Matrix darstellen, waagerecht getrennt in Männer und Frauen, senkrecht getrennt in Männer und Frauen begehrend, also männlich heterosexuell, männlich homosexuell und so weiter. Und das wird so als allgemein universell angenommen. Und das Problem, was zu überwinden gilt, ist aus dieser Sicht dann, dass in einigen Gesellschaften einige sexuelle Identitäten nicht gestattet oder
nicht frei sind, nämlich Frauen begehrende Frauen und Männer begehrende Männer. Und daraus kommt ein recht einfaches Verständnis von Emanzipation, das sich auch immer wieder in medialen Darstellungen finden lässt. Ich mache sie jetzt anhand eines kurzen Ausschnittes aus der Fernsehserie Six Feet Under. Vielleicht irgendwann losgeht. Also die Rahmenhandlung besteht darin, dass dieses schwule Pärchen da gerade einen Urlaub macht und der Glatzköpfige der beiden ist der sehr viel selbstbewusstere als der mit der Baseballkappe. Und eben das ist, wenn die Vorstellung von Unterdrückung ist, dass diese sexuellen Identitäten verboten sind, die Vorstellung von Emanzipation. Also diejenigen, die da das gesellschaftlich nicht gewollte haben, müssen heraustreten, müssen selbstbewusst durch die Wände schreien, dass sie schwul sind und dann geht die Angst verloren und die Emanzipation kommt. Und dieses Alltagsverständnis von Emanzipation, das hat einige Probleme, die ich im Folgenden diskutieren will, aber was ich da an der Stelle erstmal festhalten will, dass ich durchaus denke, dass, so glatt ich das jetzt dargestellt habe, dass tatsächlich einige der Prozesse, die in den letzten 50, 60, 70 Jahren in westlichen Ländern stattgefunden haben, doch auch recht gut beschreibt. Nun zum entgegengesetzten Konzept von Emanzipation, das der Queer Theory verbunden ist. Das möchte ich anhand eines Songtextes der leider nicht mehr aktiven Brooklyner Garage Band Panthers illustrieren. Möchte ich? Genau. Er heißt: We are revolutionary just by living, and we are alive. And there's more of us than you think. We are outlaws. The city is our new frontier. Let's watch it burn, babies. Let's watch it burn. There's no limit to our lawlessness, and our clothes are a mess. We are all that they say and more. Hideous, obscene, violent, and young. And we like it that way. We like it that way. Property is our target, and law is our enemy. Zwar wird hier nicht explizit gemacht, um welche Ausgeschlossenen und Abgelehnten es geht. Allerdings lassen sich die Zeilen leicht so interpretieren, dass es auch um als sexuell deviant konstruierte Gruppen, insbesondere um Homosexuelle, geht. Die Erzählung fängt hier nicht bei einem klar definierten ursprünglichen Wesen an, das es zu befreien gelte. Das We wird nicht als positiv bestimmte Identität gefasst, sondern lediglich durch das Ausgeschlossensein und die Obszönität charakterisiert. Entsprechend ist ihr Ziel auch nicht die Anerkennung durch das Gesetz, vielmehr ist es das Gesetz selbst, das bekämpft wird. Law is our enemy. Freiheit ist nur als Subversion, als Revolution denkbar. Eben dieses Emanzipationskonzept der Queer Theory, das wohlgemerkt auch schon lange bevor es diesen Namen gab, seinen Vorläufer hat, oder dies ist das.
Anstatt ein schwules Wesen zu postulieren, wird anhand kulturgeschichtlicher Studien aufgezeigt, dass Zweigeschlechtlichkeit, dass Homosexualität und Heterosexualität gerade keine überhistorisch und überkulturell konstanten Größen sind. Ob es vor dem Gesetz irgendwas gegeben hat, wird meist als falsche Frage abgelehnt. Wenn doch etwas dergleichen angenommen wird, dann sind es keine klar definierten Kästen, wie eben zu sehen waren, sondern eher polymorph perverse Kleckse auf einem Bild von Jackson Pollock. Die in der Regel als selbstverständlich vorausgesetzte Zweigeschlechtlichkeit sei tatsächlich ein Teil des Gesetzes, sei Kultur, sei künstlich und sei kontingent. In der heutigen strikten Form wird sie als Schöpfung der westlichen Moderne verstanden. Sie ist Teil des Problems. Mit dieser Begrenzung auf zwei Geschlechter sei auch die Begrenzung von Begehren, von Intimität und Erotik auf die gegengeschlechtlichen Geschlechter einhergegangen. Das heißt, nur noch diese Form von Begehren ist legitim. Alle anderen Formen von Geschlechtlichkeiten Begehren seien allgemein als undenkbar oder verboten vorgestellt worden. Dies habe schließlich dazu geführt, dass in der medizinischen und später psychologischen Pathologie der Schwule und die Lesbe als krankhafter Typ von Mensch geschaffen wurden. Diese Identitäten seien ebenso wie die Heterosexuellen ein Produkt des Gesetzes. Also wann genau das passiert ist, ist dann in der Literatur unklar. Bei Foucault ist meistens alles im 19. Jahrhundert passiert. Das aktuelle um diese drei Konzepte gruppierte Regime der Sexualität sei kontingent und sei ein Produkt der westlichen Moderne. Für diese Ordnung schuf Michael Warner Anfang der 90er Jahre den Begriff Heteronormativität. Solche Heteronormativität heißt aber keineswegs Freiheit für Heterosexuelle und nur Unterdrückung für Homosexuelle. Auch Heterosexuelle seien dem ständigen Zwang ausgesetzt, ihre Heterosexualität und die Eindeutigkeit ihres Begehrens zu beweisen und jegliches von der Norm abweichendes Verhalten sich selbst zu verbieten. Der Begriff Queer soll als bewusst diffuser dazu dienen, einerseits darauf zu verweisen, dass es um Fragen der Identität geht, aber andererseits verhindern, dass der Kampf um Emanzipation zu einem Kampf um Anerkennung wird, bei dem ein schwules, lesbisches, transsexuelles, bisexuelles, intersexuelles und so weiter Wesen angenommen wird. Queere Identitäten sind nicht durch Wesensmerkmale bestimmt, sondern dadurch, dass sie ausgeschlossen sind. Ihre Emanzipation besteht nicht in Anerkennung, sondern in der Auflösung des Gesetzes, die viele heute undenkbare Subjektivitäten möglich machen sollen. Und diese beiden Vorstellungen von Emanzipation stoßen, wie man sich schwer vorstellen kann, konflikthaft zusammen. Das erste Zusammenstoß ist die Zusammenstöße entstehen jeweils als Kritik der Queer Theory an klassischen oder aus dem Alltagsverständnis entstammenden Konzepten von Emanzipation. Denn das, was dem Alltagsverständnis als Kampf um Emanzipation gilt, der Kampf um Anerkennung, gilt der Queer Theory nicht als Lösung, sondern als Verlängerung der problematischen heteronormativen Ordnung. Die Queer Theory stellt in Frage, ob das, was der Anerkennungstheorie der Gay Liberation als Emanzipation erscheint, für die, die davon dem Anschein nach profitieren, überhaupt befreiend ist. Das Emanzipationsverständnis der Gay Liberation sieht aus Sicht der Queer Theory so aus. Die vom Gesetz als verboten erschaffenen homosexuellen Identitäten gelten nunmehr als legitim. Sie werden von der Norm aufgenommen. Dies sei, so die queeren Kritikerinnen, jedoch zweischneidig. Ebenso wie Heteronormativität für Heterosexuelle nicht einfach Freiheit bedeute, sondern vielmehr den Zwang, sie auf ein bestimmtes Begehren zu beschränken, seien auch Schwule und Lesben nach ihrer normativen Anerkennung nicht frei. Auch diese müssten sich nunmehr eindeutig identifizieren und ihr Verhalten auf das als schwul oder lesbisch anerkannte einschränken. Für sich als lesbisch identifizierende Frauen, die Freude an sadomasochistischem Sex mit schwulen Männern haben, ist hier kein Platz. Was der Gay Liberation als Befreiung gilt, ist für die Queer Theory nur die Verlängerung und Bestätigung des Gesetzes und somit des Problems. Dies gilt zugleich als Verrat an den radikaleren Forderungen, die es im homosexuellen Aktivismus schon länger gab. Dass Sexualität vielfältig und unreguliert sein darf. Stattdessen werde homosexuelle Praxis durch die scheinbare Emanzipation nur noch stärker überwacht und reguliert, was zum Beispiel in dieser Karikatur beschrieben werden soll, die um den Prozess Lawrence and Garner vs. State of Texas erschien, wo der Supreme Court der Vereinigten Staaten das den Verbot von männlichem Analverkehr gekippt hat, das in Texas bis dahin galt. Und das wurde
allgemein als Emanzipation von Homosexuellen gefeiert. Und aber dieser Karikaturist sieht da auch einen widersprüchlichen Prozess, dass nämlich jetzt irgendwelche Richter in Roben darüber urteilen, wie gut und wie legitim oder wann homosexuelle Sexualität legitim ist. Verbunden damit ist die Vorstellung, dass in den gesellschaftlichen Debatten, die dieses Urteil begleitet haben, sehr viel gesagt wurde, ja, aber wir Homosexuellen, wir haben auch total gute monogame Bindungen und Beziehungen und wir sind gar nicht so schlimm, wie es immer heißt. Was natürlich dann sagt, okay, wer das nicht hat, also wer nicht die stabile homosexuelle Beziehung hat, der ist wirklich gefährlich. Also dass damit eine Regulierung einhergeht mit dem, was als Befreiung erscheint. Und daher hat die queere Kritik den Begriff der Heteronormativität, den Begriff der Homonormativität, erfunden von Linda Duggan, zur Seite gestellt. Seit zuvor nur die heterosexuelle monogame Partnerschaft das akzeptierte Modell gewesen, habe sich nunmehr die homosexuelle monogame Partnerschaft hinzugesellt. Viele andere Sexualitäten würden weiterhin als deviant konstruiert und abgelehnt. Also in der Grafik ungefähr so. Die Homonormativität konstruiere sich neue andere, etwa nicht monogame Homosexualitäten oder solche, die weiterhin als anrüchig gelten, etwa weil sie sadomasochistisch, polyamoros oder promisk leben. Im nächsten Schritt der Kritik wird dieser Punkt intersektional erweitert und den Profiteuren und Profiteurinnen, bei denen es sich überwiegend um weiße, schwule Männer aus der Mittelschicht handele, vorgeworfen, dass sie mit dem Recht auf Ehe und Adoption lediglich ihr Stück vom Kuchen weißer Mittelklasse-Privilegien bekämen. Ihr Emanzipationserfolg gehe gleichsam mit dem Solidaritätsentzug gegenüber denjenigen einher, die diese neuen Privilegien nicht genossen. Die erfolgreichen homosexuellen Milieus paktierten in Fragen von Rassismus, Kapitalismus und Imperialismus notorisch mit der unterdrückerischen Seite. Dies führe wiederum dazu, dass der Druck auf Queers of Color durch die scheinbare Emanzipation der Homosexualität letztlich eher gestiegen als gesunken sei. So beschreibt José Esteban Muñoz einen homonormativen Verfall der New Yorker Schwulenclub-Szene. Diese hätte vor der scheinbaren Emanzipation einen geradezu utopischen Charakter gehabt. Bei Kontakten in den Bars hätte Klassengrenzen, Racegrenzen und Ähnliches keine Rolle gespielt. Auch Genderidentitäten seien vielfältig gewesen. Nach der wahrgenommenen Inspiration dagegen treffen sich in den entsprechenden Clubs, also in den übrig gebliebenen Clubs, nur noch weiße Mittelklasse-Männer, die anderen weißen Mittelklasse-Männern, die für sie tanzen, Geld zustecken. Diese queer-theoretischen Zweifel am Anerkennungsprozess sind theoretisch durchaus plausibel und werden, was ich hier aus Zeitgründen nur andeuten kann, von ihren Vertretern und Vertreterinnen auch anhand von Beispielen illustriert. Jedoch erscheinen sie in der Form, in der sie geäußert werden, oft allzu reduktionistisch und polemisch. Und das gilt, denke ich, auch für die Kritik am Christopher Street Day relativ oft. So würde ich daran festhalten, dass die Anerkennungskämpfe ein notwendiger, ja alternativloser Schritt zur Verbesserung der Situation von Minderheiten sind, der jedoch bei weitem nicht perfekt ist. Egal wie kritikabel etwa die Ehe als gesellschaftliche Institution sein mag, ist es doch ein gesellschaftlicher Fortschritt, wenn diese Institution kein Privileg von gegengeschlechtlichen Paaren mehr ist, sondern auch für gleichgeschlechtliche Paare zugänglich ist. Und man kann nun darüber streiten, ob dafür jetzt irgendwie ein Anerkennungskampf von homosexuellen Identitäten notwendig ist. Es würde ja im Prinzip schon reichen, wenn aus Gesetzen einfach Geschlecht irgendwie rausgestrichen würde und sagen, Menschen können Menschen heiraten. Aber ich halte es für gesellschaftlich und politisch im Prinzip nur für erstreitbar durch Anerkennungskämpfe von Homosexuellen oder von, in dem Fall von Homosexuellen. Die Queer Theory folgt aber gewissermaßen einer Ontologie, nach der jede Anerkennung notwendig neue Ausschlüsse produziert. Dieses Denken könnte der Queer Theory im besten Falle so eine Art bösen Blick verleihen, mit dem sie fortbestehende oder neu entstehende Ausschlüsse und Diskriminierung erkennt. Sie könnte dem Ja zum Fortschritt der Anerkennung ein Aber hinzufügen, das dafür sorgt, dass weitere Fortschritte folgen. Jedoch scheint zur queeren Ontologie auch die unausgesprochene Grundannahme zu gehören, dass diese Ausschlüsse unterm Strich immer gleich schlimm bleiben, solange das Gesetz insgesamt in Kraft ist. Dies führt nicht nur dazu, dass das Aber so laut ist, dass man das Ja nicht mehr hört, sondern auch zu teilweise absurden Thesen. Dies dürfte wohl dem Kult des Revolutionären und Subversiven zusammenhängen, der Queer Theory eigen ist. Was für einen Popsong wie den einleitend zitierten noch angemessen sein mag, ist für eine Gesellschaftstheorie letztlich eher schädlich.
Die Verehrung des Ausgestoßenen, des Ausgestoßenes, die Verdächtigung all dessen, was anerkannt wird. Die Vorstellung von Emanzipation als eine Erweiterung, Aufweichung oder Aufweichung des Gesetzes durch liberaldemokratische Politik im Rechtsstaat ist diesem Ansatz einfach unheimlich. Jede Anerkennung durch die Gesellschaft gilt hier tendenziell als Verrat an der revolutionären Sache. Wie das oft zu hörende Lamentieren über den Christopher Street Day als konsumistische Mainstream-Veranstaltung zeigt. In der Tat halte ich einen Christopher Street Day, der genauso spaß- und konsumorientiert ist wie die Love Parade, für genauso uninteressant wie die Love Parade. Aber ich halte es dennoch für einen Fortschritt, wenn ein Christopher Street Day eben nicht mehr revolutionär sein muss. Also wenn es als etwas Natürliches wahrgenommen werden kann. Und mir ist nicht einsichtig, dass ein solcher Prozess notwendig und grundsätzlich auf Kosten nicht monogamer, bisexueller, transsexueller, intersexueller oder Queers of Color Identitäten gehen muss. Wo er es jedoch tut, das sei nochmal wiederholt, ist die Queer Theory in der Tat bestens geeignet, sie sichtbar zu machen. Ihren radikalen Gestus und ihre Spitzungen könnte man bis zu diesem Punkt durchaus als Geschmäckle oder als strategisch notwendig entschuldigen. Dies gilt jedoch nicht mehr, wo der Wille zu einer möglichst radikalen und revolutionären Positionierung im Bündnis mit explizit anti-emanzipatorischen Kräften endet. Dies ist die eigentliche Gefahr, wenn das Differente als Differentes, das Andere als Anderes und das Ausgeschlossene als Ausgeschlossenes verherrlicht wird, egal ob das gut im Grund ausgeschlossen ist. Und wie ich im dritten und letzten Teil meines Vortrags erläutern möchte, kommt es eben dazu, wenn die Homonormativitätsdebatte interkulturell erweitert wird. Dies ist der Fall, wenn Jacques Dupuis und ihrem Gefolge Judith Butler einen Homonationalismus skandalisieren. Um zu verstehen, was damit gemeint ist, macht es wiederum Sinn, sich die Differenzen der beiden Emanzipationskonzepte zu vergegenwärtigen. Das Alltagsverständnis der homosexuellen Emanzipation unterstellt, es gebe in allen Ländern und zu allen Zeiten Schwulen und Lesben, die mehr oder minder unterdrückt sind. Dem Westen wird der Verdienst eingeräumt, bei der Befreiung dieser Unterdrückung einen Schritt weiter zu sein als alle anderen. Der Westen wird im Vergleich als die weniger homophobe Kultur betrachtet. Die anderen könnten vom Westen lernen und sich schließlich auch emanzipieren. Ne? Da passiert's. Der Westen wird im Vergleich als die weniger homophobe Kultur betrachtet. Die anderen könnten... Ach nein, das haben wir schon. Diese Vorstellung wird der Queer Theory verdächtigt. Die Theoretikerin Jacques Dupuis beschreibt sie als Sexual Exceptionalism, die sich fälschlicherweise selbst als frei verstehenden westlichen Gesellschaften stellten sich andere immer noch als homophob und ergo rückschrittlich dar. So sei die Gay Liberation letztlich eine Legitimationsstrategie für rassistische Projektionen und imperiale Expansion. Der, wie Poir meint, unvollständige, vorläufige und stets prekäre Einschluss homosexueller Identitäten in die amerikanische Gesellschaft sei erkauft durch eine Kollaboration mit imperialer Politik. Dies sieht sinnbildlich durch die Come Together Plakatkampagne der Website gay.com, in der Bilder von jeweils zwei den gängigen Männlichkeitsidealen entsprechenden Weißen gezeigt werden, die eine nackt umarmen und in eine amerikanische Flagge gehüllt sind. Das rückschrittliche Gegenbild zu diesem sich als fortschrittlich verstehenden Sexual Exceptionalism sei in erster Linie der Islam. Wiederum wäre es falsch, diese Thesen schlicht von der Hand zu weisen. Tatsächlich gibt es von Seiten rechtspopulistischer und islamfeindlicher Versuche, LGBT-Aktivisten und Aktivistinnen für den ressentimentgeladenen Kampf gegen den Islam zu gewinnen. Dies gilt etwa für die English Defense League. Also ganz grob so das englische Pendant zu Pro-Deutschland oder zu Die Freiheit. Diese Organisation gründete 2010 eine LGBT-Division. Und man könnte jetzt erstmal sagen, naja gut, was so ein paar Spinner machen, interessiert uns doch nicht. Aber es lässt sich auch nicht verleugnen, dass in der schwulen und lesbischen Szene Stimmen finden, die zeigen, dass es durchaus Homosexuelle gibt, die für eine solche Vereinnahmung empfänglich sind. Ich kann ja viele Beispiele finden. Ich nehme jetzt einige, die Georg Lauder in seinem Buch Die Vertreibung aus dem Serail herausgearbeitet hat. Sie stammen aus Leserbriefen des Hamburger lesbisch-schwulen Stadtmagazins Hinnerk. Und sie zeigen, denke ich, das Ausmaß dieses Hasses. Ich zitiere: Ich kaufe nicht mehr bei Muslimen ein. Moslems vergessen wohl, dass sie dauerhafte Gäste in einem anderen Land sind.
Warum sollen immer wir, ob nun Hete oder Homo, das schlechte Benehmen von Migranten und sogenannten Aussiedlern hinnehmen? Man sollte die Muslime in rasante Regionen der neuen Bundesländer umsiedeln. Vielleicht kommen sie mit Skinheads besser klar. Und es ist, denke ich, klar, dass das Letzte ein Aufruf zum Mord oder eine Mordfantasie zumindest ist. Und was dabei noch das Entscheidende ist, ist, die These ist nicht einfach, dass es unter oder in schwul-lesbischen Szenen auch Rassismus gibt, sondern dass dieser Rassismus eine spezifische Artikulationsform ist, in der die eigene LGBT, schwule, wie auch immer Identität sich darin auslebt, dass sie sagt, okay, die Muslime sind böse und die sind gegen uns. Und in demselben Buch hat Glauder zudem herausgearbeitet, wie wenig die essentialistische Vorstellung vom an sich immer und überall homophoben Islam die Realität trifft. Ein Beispiel hierfür sind amerikanische Medienberichte über die Erfahrungen von US-Soldaten, die anstelle von homophoben Moslems oder den paschtunischen Verbündeten auf eine Reihe von Männern, die Männer sexuell begehren, ohne sich überhaupt als schwul zu verstehen, trafen. Das folgende YouTube-Video zeigt eine solche Begegnung. Da ist es. Kannst du das lauter machen? Das kann man wahrscheinlich nur da hinten. Aber es müsste erstmal losgehen. You are gay. I'm gay. Yeah. I'm your husband, man. See? That's the gay shit right here. I'm your husband, you're my wife. That's gay. My boyfriend. My wife will whip your head. My wife will beat you down. Okay, I'll take you a second. You don't know how to take a picture. It's a good morning, Stu. You don't have to look through that. Look through the damn thing. Look each other. You motherfucking, huh? Yeah? You're gay? No. You're cootie? You're a cootie spy. You're a spy? I'm a spy. You're a spy? What the? What the? Shoot shot. Run normal. Shoot shot. Run normal. Yeah. What is your name, sir? What is your name? My name is, I will kick your ass. You're not even recording me. You're recording way over here. Look at that shit. Okay. You're fucking. I want to take you a sexy picture. What? I want to take you a sexy picture. You've got issues, man. No, no, no. The best. Profile. He's gay. I want to take you a sexy picture. From behind. Oh, shit, no. That ain't got on the profile. Better than your camera. I'm going to put it back on profile. Huh? Camera, man. Camera. How about this? Die Ironie, also dieser Angelegenheit ist in mehrfacher Hinsicht ironisch, vor allem deshalb, weil der Afghanistan-Krieg ja auch immer wieder als einen Kampf für die Emanzipation von Schwulen in Afghanistan geframed wurde. Und hier sieht man jetzt gerade, dass ein Afghane dem amerikanischen Soldaten sexuelle Avancen macht und der amerikanische Soldat darauf homophob reagiert und ihm sagt, you got issues, man. Das sagt natürlich nichts über die Legitimität oder Illegitimität der Intervention in Afghanistan insgesamt aus. Aber es stellt zumindest die Vorstellung, dass dabei Homosexuelle befreit werden, etwas in Frage. Und es stellt keinesfalls die Homophobie des Taliban-Regimes in Frage. Puars Kritik geht weiter dahin, dass der behauptete Gegensatz von Islam und Homosexualität dazu führe, dass muslimische Homosexualitäten unsichtbar würden, was ihre Diskriminierung weiter zuspitze. Auch dieser Vorwurf findet durchaus eine Entsprechung in der Realität. Dies lässt sich etwa anhand des komödiantischen Dokumentarfilms Religious zeigen, in dem der amerikanische Comedian Bill Maher sich in Manier des Dorfatheismus über Religionen lustig macht. Dabei interviewt er unter anderem zwei schwule Moslems in einer muslimisch-schwulen Bar in Amsterdam. Okay, we're here at Habibi Yaha. Did I say that right? Yeah. You guys, really, I mean, gay Muslim activists, that is a very rare job description. You guys have balls. How big is the gay Muslim community here in Amsterdam? This is it. I mean, I'm guessing Thursday it's a gay night here. Well, I hope you guys find each other attractive, but otherwise, you don't feel afraid? Even all of them not.
But when I came from my country, I was very afraid. There was an article in law, honestly gay, just for 1 year, just because he's gay. But just being gay can get you a year. Same as Alabama. What I learned is that they're not specific against homosexuality. They're not specific against, in other words, the desire of a man for a man. What they are against is specific behavior, like anal sex. They don't say homosexuality, heterosexuality, they just don't want you doing it in the naughty place. Which, I guess, if you put that out of the picture in homosexuality, what do you have left? Just the blowjob. In dem Film ist manches richtig und wahr, aber ich will vor allem auf zwei Dinge aufmerksam machen. Erstens halte ich es für interessant, wer hier spricht. So ist es für eine Interviewsituation ja durchaus ungewöhnlich, dass man vom Interviewer sehr viel mehr hört als von den Interviewten. Man weiß freilich nicht, was genau hier herausgeschnitten wurde. Es mag sein, dass die beiden tatsächlich Interessantes darüber zu berichten hatten, wie sie sich als schwule Muslime in einem Land fühlen, in dem der im selben Film direkt vorher sehr affirmativ interviewte Geert Wilders so viel Erfolg mit antimuslimischer Politik hat, wie er eben hat. Es mag auch sein, dass sie einfach keine eloquenten Englischsprecher sind. Die einzige von Mayer für interessant befundene Aussage der beiden ist aber der Verweis auf die homosexuellen Verfolgung in muslimischen Ländern. Für eine andere Aussage sind die beiden nicht zu gebrauchen. Zweitens sticht der Ausschnitt auch im Kontrast zu anderen Interviews im Film hervor. In den meisten Interviews entsteht der fragwürdige Humor des Films daraus, dass Mayer seine Interviewpartnerinnen, bei denen es sich in der Tat oft um religiöse Spinner handelt, zu absurden Aussagen treibt, die zeigen sollen, wie idiotisch Religion ist. Bei den schwulen Moslems scheint es gar nicht nötig zu sein. Schon die Existenz gilt Mayer als oxymoronisch und absurd. It's a very rare job description. Zur Abrundung bedarf es offenkundig nur noch einer Blödelei über analen und oralen Sex. Wiederum gilt also, dass die queere Kritik geeignet sein könnte, auf Ausschlüsse, auf Feindbilder, auf Denkfehler und auf negative Konsequenzen des Alltagsverständnisses von homosexueller Emanzipation hinzuweisen. Doch noch viel mehr als im Falle der Homonormativitätskritik gilt hier, dass die queere Kritik in reduktionistischer Weise weit über jedes vernünftige Ziel hinausschießt. Denn sie gibt sich wiederum nicht damit zufrieden, die Exzesse zu problematisieren. Vielmehr gilt ihr jeder Verweis auf muslimische oder islamische Homophobie als rassistisch. Jede Kritik an etwas Islamischem als islamophob und jeder Verweis darauf, dass in westlichen Gesellschaften etwas besser ist als anderswo, als imperialistisch. Der Grund hierfür dürfte wiederum daran liegen, dass die queere Kritik den Untiefen ihres eigenen Emanzipationskonzeptes zum Opfer fällt. Diesem fehlt jeder positive Begriff von Emanzipation. Stattdessen werden immer nur Diskurse problematisiert, in denen Gruppen als pervers, krank und gefährlich ausgeschlossen werden. Wohin dies führt, lässt sich anhand von Jaspier Puars Buch Terrorist Assemblages sehr gut aufzeigen. Hier vertritt sie die These, dass die amerikanische Debatte nach 9/11 und der Anerkennung normativer Homosexualitäten angefangen habe, muslimische Selbstmordattentäter als das sexuell andere aufzubauen. So wie zuvor Schwule würden nunmehr Dschihadisten als todessehnsüchtige, lebensfeindliche, kranke, perverse und böse Formen von Männlichkeit dargestellt. Somit seien sie die neuen anderen, die neuen Queers. Sie geht zwar nicht ganz so weit, den Selbstmordterrorismus als queere Körperpraxis zur Nachahmung zu empfehlen, jedoch plädiert sie durchaus dafür, sie als queere Widerstandspraxis subalterner Gruppen zu lesen, mit denen Bündnispolitik zu machen sei. Doch wie Micha Brumlik richtig anmerkte, Zitat, was ich bei ihr, also Puar, schwierig finde, ist, dass sie meint, der Terrorismus, zumal der Selbstmordterrorismus, werde in der westlichen Rezeption so wahrgenommen, als handle es sich bei den Tätern um kranke Perverslinge. Wobei ich psychoanalytisch orientiert immer noch denken würde, dass mit jemandem, der so etwas tut, tatsächlich irgendetwas nicht stimmen kann. Indeed. Besonders fatal ist eine solche Folie, weil die These von der muslimischen und islamischen Homophobie ja keinesfalls eine Erfindung imperialistisch-schwuler Ideologen aus dem Westen ist. Zwar ist es falsch, essentialistisch zu behaupten, der Islam an sich sei seinem Wesen nach homophob. Dies ist jedoch vor allem deshalb falsch, weil jede essentialistische Aussage über Religionen falsch ist. Der Islam ist seinem Wesen nach gar nichts, weil er kein Wesen hat. Religionen existieren immer nur als das, als was religiöse Autoritäten und Gläubige sie zu einer gegebenen Zeit an einem gegebenen Ort auslegen. Und so betrachtet ist die Homophobie im Islam in der Tat ein Problem, das zu thematisieren ist. Ein Beispiel dafür, kann ich
das ist häufig ein strittiger Punkt, deswegen denke ich, dass wir da noch weiter drauf eingehen werden. Aber hier erstmal ein Beispiel ist diese Weltkarte von der International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association herausgegeben, die darstellt, in welchen Ländern homosexuelle Handlungen wie in den Strafgesetzbüchern und in den Gesetzbüchern auftauchen. Und da ist zum Beispiel auffällig, dass diejenigen 6 oder 7 Staaten, in denen es mit dem Tode geahndet wird, allesamt islamisch geprägte Staaten und islamistisch regierte Staaten sind. Weiterhin ist auffällig, dass in der großen Mehrheit aller islamisch geprägten Staaten Homosexualität unter harter Strafe steht. Also die Todesstrafe ist hier das Violette, also Iran, Saudi-Arabien, Sudan und so weiter. Und das etwas heller Violette sind lange Gefängnisstrafen für homosexuelle Handlungen. Und was Georg Lauder überzeugend herausarbeitet, ist, dass die Kodifizierung solcher Regelungen in Form von Strafgesetzbüchern ein Produkt der Moderne und ein Produkt des Kolonialismus ist und dass da auch die europäische Homophobie einen großen Beitrag zu geleistet hat. Aber das erklärt meines Erachtens keinesfalls die Verteilung auf der Weltkarte, weil Kolonialismus gab es auch in anderen Teilen der Welt und der Iran zum Beispiel wurde nie kolonisiert. Und daher ist es umso pikanter, wenn jede Thematisierung solcher Homophobie unter einem Rassismus- oder Imperialismusverdacht steht. Auch der von Huar als diskursive Konstruktion oder als Diskurseffekt beklagte Widerspruch zwischen homosexuellen und muslimischen Identitäten ist keine Erfindung von Islamfeinden, sondern in gewissem Maße eine Realität. Ein Zeugnis davon ist etwa der Film A Jihad for Love. In diesem werden in angenehm klischeefreier Weise die Fälle von Schwulen und Lesben aus islamisch geprägten Ländern und islamisch migrantischen Communities dargestellt. Und bis auf ein lesbisches Paar in der Türkei gibt es in allen Fällen massiven Druck aus der muslimischen Umwelt, der in einigen Fällen bis hin zu Todesdrohungen geht. Einige haben den Widerspruch von Homosexualität und Islam tief verinnerlicht und nehmen ihn selbst schmerzlich wahr. Vergleichbares ließe sich freilich auch über Christen, Juden und auch über atheistische Heteronormativität sagen. Doch gibt es guten Grund zur Annahme, dass solche Probleme im Islam heute dominanter sind als in anderen Religionen. Derartiges ist von Puars Perspektive gar nicht thematisierbar. Wenn irgendjemand einen Muslim als homophob kritisiert, gilt ihr dies als islamophob. Sogar wenn sich die Kritik explizit gegen einen einzelnen Fundamentalisten richtet. So verdammt Puar die britische Gruppe Outrage, die sich auch gegen Homophobie unter britischen Rechten oder afrikanischen Christen und Christinnen mobilisiert, dafür, dass sie Front machte, als der unter europäischen Jugendlichen durchaus beliebte Prediger Yusuf al-Qaradawi nach London kam und vom Londoner Bürgermeister Ken Livingston offiziell empfangen wurde. Dass al-Qaradawi sich diesem Protest durch Aussagen, nach denen Homosexuelle mit Körperstrafen oder gar der Todesstrafe bestraft werden sollten und Hitler die gerechte Strafe der Juden war, redlich verdient hat, interessiert sie wenig. Ein Fundamentalist will sie nur in Anführungszeichen nennen. Die Proteste stellt sie aber unter Rassismusverdacht. Und wiederum möchte ich betonen, dass ich solche Reduktionismen nicht für eine notwendige Folge queerer oder postkolonialer Identitätskritik halte und sie auch nicht bei allen Vertretern und Vertreterinnen dieser Theorie anzutreffen ist. Jedoch treten sie allzu oft auf, als dass man sie als Zufall abtun könnte. Hier gibt es nebenbei bemerkt noch eine kleine Berliner Episode, nämlich als Jasper Puar am Ende 2010 an der Humboldt-Universität auf einer Konferenz geladen war und da ihre israelfeindlichen Thesen verbreiten sollte, waren die Organisatorinnen der Konferenz, also Christina von Braun hat ein Weltinterview gegeben, sehr schnell darauf auszusagen, wir wollten die nur für ihre Theorie und jetzt macht die hier so schmutzige Politik, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und dann hat Jasper Puar darauf einen Artikel veröffentlicht, in dem sie gesagt hat, nein, meine Politik und meine Theorie sind miteinander kohärent und all diese politischen Forderungen lassen sich auch in meinen theoretischen Büchern finden und da hat sie einfach recht. Und wieder, um noch ein letztes Mal auf diesen Punkt zu beharren, vermute ich, dass das theoretische Problem, das zu solchen politischen Problemen führt, das Fehlen eines positiven Begriffes von menschlicher Emanzipation ist. Stattdessen hat sich diese Kritik eben mit dem Problematisieren und der Dekonstruktion exkludierender Diskurse oder begnügt sich damit. Jedoch gibt es solche Diskurse an unendlich vielen Orten, von unendlich vielen Akteuren, mit unendlich vielen Richtungen, so dass die Kritiker wohl gezwungen sind, zu hierarchisieren. Die notwendige Orientierungshilfe für diese Hierarchisierung der Ausschlüsse scheinen sie in einer Liturgie zu finden, die ihnen als Linke vertraut ist,
in der antiimperialistischen Identifikation. Von den unendlich vielen Diskursen, denen man sich dekonstruieren widmen könnte, entscheiden sich letztlich immer für die, die sie als imperialistisch, kapitalistisch, amerikanisch oder westlich hegemonial ausmachen. Alles, was sich dagegen richtet, gilt somit als widerständlich, fortschrittlich und links. Vor dem Hintergrund, denke ich, ist auch zu deuten, dass Judith Butler trotz anhaltender Kritik immer noch daran festgehalten hat, Hamas und Hezbollah als linke und fortschrittliche, weil antiimperialistische Wege zu bezeichnen, an denen sie zwar die gewalttätigen Taktiken kritisieren möchte, aber nicht die Strategien oder die strategischen Ziele. Und wer sich schon einmal mit antiimperialistischer Ideologie auseinandergesetzt hat, den wird es kaum überraschen, dass sie am leidenschaftlichsten, aggressivsten da auftritt, wo es um Israel geht. Wiederum ist Jaspier Puar das Paradebeispiel. In ihrem gesamten Buch Terrorist Assemblages, in dem es im Grunde überhaupt nicht um Israel geht, taucht der Judenstaat immer wieder als Beispiel für gewalttätige, nationalistische, imperialistische, rassistische oder gar totalitäre Politik aus. Besonders frappierend dabei ist, dass Puar gar nicht für nötig hält, diese Darstellung durch Belege zu rechtfertigen. Sie setzt die Zustimmung der Leser und Leserinnen schlicht voraus. Das Lob, das ihr Buch in der queeren Szene erntete, deutet darauf hin, dass sie sie auch findet. An der Inkonsistenz von Puars Belegführung lässt sich besonders gut verdeutlichen, wie sich die antiimperialistische Hierarchisierung gegen Israel richtet. Während es für Puar eine Kritik oder Ablehnung des Islam oder islamische Staaten ein Beleg für den Rassismus derer ist, die die Kritik üben oder die Ablehnung üben, gilt eine negative Einstellung gegenüber Israel als Beleg dafür, wie bösartig der israelische Staat ist. Der Hass gegen den Judenstaat beweist, wie hassenswert er ist. Und umso hassenswerter wird er, wenn er sich diesem Urteil nicht unterwirft. Während Puar eine Wahrnehmung von Rassismus unter Queers of Color als Beweis für Rassismus genügt, spricht sie Israelis das Recht ab, sich bedroht zu fühlen. Vielmehr befindet sich Israel nur in, Zitat, a cycle of perceived exceptional threats of violence. Perceived. Über 500 durch palästinensische Suicide-Bomber getötete israelische Zivilisten reichen offenkundig nicht aus, dass Israelis sich legitim bedroht fühlen dürfen. Tun sie dies doch, sind sie paranoid. Und man braucht, glaube ich, diese Folie, um dann auch diese Diskussion um Pinkwashing, nach der Israel, wenn es seine vergleichsweise also auch nicht homophobiefreie, aber vergleichsweise fortschrittliche Politik zu gegenüber oder in LGBT-Fragen nutzt, um das eigene Image positiv darzustellen, um darin irgendwie einen imperialistischen irgendwas zu sehen. Somit endet die queere Form der Kritik, die in ihrem Ursprung eine Kritik von Othering ist, am Ende mit einem Othering, nämlich in dem gegen den Judenstaat. Und zwischen diesen beiden Polen, also dem eben gezeigten Beispiel für offenen Rassismus aus schwuler Szene auf der einen Seite und hier der relativ offenen Kollaboration fast mit islamistischen Akteuren, ist, denke ich, viel Raum, der zu diskutieren ist, was da abzulehnen oder problematisch ist und wo etwas legitim ist. Und ich denke, den möchte ich jetzt aber einfach für die Diskussion nutzen. Okay.